für einen Zufallsgenerator macht dieser zufallsgenerierte Player ganz schön viel zufälligerweise KST, findest du nicht? Na, ich bin das noch gewohnt von alter Zeit, von Diamantspitzhacken und so, dass es schneller geht, merkst du? Und hier sind ja verschiedene Gesteinssorten mit verschiedenen Dichten. Was es dann auch noch ein bisschen schwieriger macht. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen nicht so. Verstehst du? Badam, bam, badam, bam, bam. So. Also Eisen haben wir noch gar keins. Aber immerhin, Kupfer und Salz. Und Sand. Dann nehmen wir schon mal das Kupfer mit, weil Kupfer ist nicht verkehrt, können wir brauchen. Zip, 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 zip. Bam, bam, badam, bam, badam, bam, bam. So. Ja. Ist jetzt nicht ganz so schön. Genau, es ist besser, wenn du einfach nach oben gehst. Da sind ja jetzt wieder so Viecher, die ich gar nicht brauchen kann. So ein Creeper direkt hinter mir. Bumm, weißt du? Scheiß Idee. Habe ich auch noch falsch platziert hier, siehst du? Geh weg. Ich glaube, das wird nichts. Dann machen wir das lieber so. Das ist mir zu heikel. Das ist mir eindeutig zu heiß gewesen. Sehe ich hier etwas, was ich nicht sehen will? Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Ist es das, für das ich es halte? Es ist das, für das ich es halte. Aber es geht noch.
Also ich denke, ich werde hier offscreen noch ein bisschen runterbuddeln gleich, nachdem wir die Aufnahme hier beendet haben. Einfach damit du dir das jetzt nicht die ganze Zeit reintun musst. Es sei denn, du möchtest das, kannst du ja auch in die Comments reinhauen oder aber auf anderen Kommunikationskanälen mit mir kommunizieren und mir sagen, nö, nö, lass ruhig drin oder ja, mach raus. Das kann man sich dann aussuchen. Ja, was haben wir denn da? Kohle. Das sieht mir ganz schwer nach Kohle aus. Und? Schwarze Granit-Steinkohle. So. Hup. Natürlich nehmen wir die Ressourcen mit. Nicht nur wegen der Erfahrungswerte, sondern auch, weil wir sie brauchen. So. Und dann machen wir die Wand einfach wieder zu. Auch um uns vor bösen Überraschungen zu schützen. Dass da irgendwann wieder ein Viechlein spawnt. Lopuli in Love, Papa Fio. Ein bisschen Klassik. Papa Fio war ein großer Fan des VST-Instrumentensets Edirol Orchestral. Wie man hört. Und er hat das nicht schlecht gemacht, wenn man bedenkt, dass das alles auf einer Tastatur eingespielt worden ist. Flop. 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 So. Nightbeat. Flight of the Kingfisher. Liebe Nightbeat. Ich weiß es nicht, was der mir angetan hat, aber ich finde das so toll, diese Musik. Dieses Irish Folk-Ding, weißt du? Das schätze ich schon sehr. Bauen wir uns erstmal ein Treppchen nach oben. Huch, ich hab ja hier... Ey, du hast das Kupfer übersehen! Na, dann muss ich das mal einsammeln, wa? Damit ich das nicht nochmal übersehe, damit mir das nicht passiert. Jetzt habe ich aber keine Steine mehr. Doch, habe ich hier. Komm, Diorit. Braucht kein Mensch. Zack, zack. Fup, fup, fup. Fup, fup, fup. Nee, 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 nee. Irgendwelche bösen Überraschungen vor mir? Nein, gut. Di-di-di-di-di.
Was haben wir noch an Fackeln? Alles klar. Schöner Song. Einfach schöner Song. Das erste minderwertige Eisen ist zu finden. Yay! Ja, minderes Eisenerz. Da ist einfach nicht so viel Eisen drin. Da brauchst du wahrscheinlich irgendwie 100 Stück von, um einen Barren rauszukriegen oder so. Keine Ahnung. Trotzdem kratzen wir erstmal alles zusammen, was wir kriegen können. Auch wenn es nicht viel ist. So. Zip, zip. Dann lieber so. Okay. Neb, neb, neb. Luz del Carmen. Heißt das Liedelein, was da im Hintergrund läuft. So, also ich überlege tatsächlich, mich hier runter zu buddeln, bis nichts mehr geht. Und dann mal zu schauen, wie wir das am dümmsten anstellen. Habe ich noch irgendwelche komischen Steinsorten? Ja, komm hier, zack, ran da. Vier, drei, zwei, eins, vorbei. Nächster. Etappenduster, ihr Junge, wa? Ah, guck mal, Steinkohle. Zing, 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 jetzt kommt der Gema Strike von Nintendo. Zing, 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 zing. Wop, 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 wop. Kies nehme ich auf jeden Fall mit. Erstens, weil ich es kann, zweitens, weil wir es brauchen. Und wenn das Zeug schon hier unten rumfällt, dann buddel ich's auch raus. Ja. Ja. Sammeln wir mal die Kohle ein. Klopfen wir die Kohle aus den Wänden. Ich muss mal schauen, ob ich in dieser Woche, während du diese Folge hier siehst, noch die Zeit finde zum Aufnehmen, ob ich die da noch habe, weil wenn nicht, sehen wir uns in der nächsten Woche nämlich nicht, weil ich bin ja, wie gesagt, im Urlaub und momentan in den Vorbereitungen dazu. Ja, während du diese Folge siehst, bin ich schon weg. Also da sind wir schon unterwegs, weit weg von diesem Ort, den wir im Moment unser Zuhause nennen. Aber ich muss auch mal was anderes sehen. Ja. Und dann denke ich, werden wir mal den zweiten Kanal anschmeißen. Oder hier eine Playliste draufpacken. Mal gucken, wie es am einfachsten läuft. Und dann schauen wir mal,
was dabei rauskommt. Ja, wenn das gefällt, überlege ich und bin auch durchaus gewillt, hin und wieder mal ein bisschen was auszugeben und euch dann ein bisschen mehr Material zur Verfügung zu stellen. Dazu muss ich aber dann auch ein Feedback haben und solange ich das nicht habe, dann in diesen Videos, ja, die ja abseits von Gaming sind, aber das kennen wir ja schon. Ja. Solange es da kein Feedback gibt, kann ich dann auch nicht aktiver werden. So gerne ich das dann auch werden würde, aber das wäre mir dann entschieden zu teuer, Freunde der guten Unterhaltung. Ja. Das wäre dann entschieden zu teuer. So. Während ich hier zuklopfe, werde ich mich in Ruhe und gediegen von dir verabschieden. Falls ich keine Zeit mehr habe zum Aufnehmen, sehen wir uns in der übernächsten Woche wieder. Falls ich Zeit habe zum Aufnehmen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, lässt es dir gut gehen und wenn es dir gefallen hat, lässt du ein Like oder ein Abo da. Wenn nicht, dann behältst du es für dich oder verschenkst es an jemanden, den du nicht so gut leiden kannst. Die freuen sich da bestimmt drüber. Diese Menschen. Ja, und dann können wir das so machen, quasi. Wie man halt Bock hat drauf. Habe ich noch irgendwelche Steinchen, die ich verbauen kann? Nein, also lasse ich das jetzt hier so und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wenn ich Bock habe, buddel ich mich jetzt hier noch runter. Wenn nicht, buddeln wir uns gemeinsam da runter. In diesem Sinne, aus da rein. Schlesikowski, bis der Manski. Auf wieder, Blub. Und wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub, hoffe ich, ich bin erholter. Ja, und mal schauen. Vielleicht produziere ich jetzt noch ein bisschen vor, wenn ich die Zeit finde. Und wenn nicht, dann nicht. Also nächste oder übernächste Woche. Je nachdem. Das hörst du dann an meiner Stimme. Bis dahin, auf Wiederhören.